Oha. Achso, übrigens, wegen der Frage von der offizielle Datum auf der Support-Seite von League für den nächsten Patch ist 10. Januar erst. Das heißt, vor dem 10. Januar kann die Season nicht starten. Genau. Das ist die aktuelle Information, weil der TFT Mordog hat gepostet, dass der Patch am 11., also am Mittwoch kommt, ne? Ja. Nicht diesen Mittwoch, sondern nächsten Mittwoch. Ja. So, und dann ist aber immer noch die Frage, startet es dann am 11. oder startet es am 13.? Ja, ich habe am 13. gehört. Aber das hat auch ganz gar keinen Sinn. Ja, doch, weil es ist... irgendwo practicen. So im Preseason. Die Season startet ja am 21., ne? Und die Prime League Season am 16., glaube ich, ne? Ja. Ist die dann schon auf dem Season-Patch oder auf dem Preseason-Patch noch? Na, wäre ein bisschen doof, wenn es auf dem Preseason-Patch wäre, oder? Der wird ja nochmal ziemlich huge werden, der Change. Ja, wird ein neuer Patch dann, ja. Crazy. Aber echt ganz kacke. Ja. Welchen Champion muss ich jetzt spielen? Klett, jetzt muss ich Mitte oder Top? Top. Ja, dann geh gern Top, dann geh ich wieder Jungle. Alright. Ich hasse Klett. Eco. Da ist so ein Scheiß-Champion, ey. Ja, ich auch, der macht irgendwie nicht so viel Spaß zu spielen. Ja, aber übel spaßig aus und an den Spielen irgendwie. Der sieht spaßig aus, aber irgendwie macht der selber nicht so viel Spaß. Ja, der ist einfach so schwach irgendwie, ne? Ja, wie es geht. Du musst halt im Early irgendwie cheesen und snowballen und sonst bist du halt komplett nutzlos. Und irgendwie jeder Bruiser outskillt dich komplett. Aber bis zum Mond, ey. Du kannst überhaupt nichts machen später. Letzte Season ging es auch an einem Freitag um 5 Uhr morgens los. Really? Ja, genau. Also das genau. Die letzten 3 Jahre ging es 2 Tage nach dem Patch wohl los. Am Freitag zum Start des Wochenendes, dass dann die Leute anfangen können. Ja. Na gut. Das heißt, die Leute spekulieren jetzt, dass es der 6. oder der 13. ist und wahrscheinlich der 13. Aber naja, wenn der Patch erst am 10. kommt, kann es ja nicht der 6. sein. Ich bin so sauer, ne? Wie kannst du denn ein Spiel haben? Millionen von Spielern, Multimillion-Dollar-Company und kannst den Start deiner Season nicht announcen? Vor allem sonst haben die es auch immer viel früher announced. Das ist doch fake, no? Ja, safe. Voll weird, dass noch keine Infos da sind. Da muss doch ein Statement, also ein offizielles Patch, geben. Das mit dem Patch ist ein offizielles Statement. Ja. Dass der Patch am 10. kommt, ist official. Also auch das ist Typ auf Twitter von TFT, so, das ist ja eigentlich auch kein offizielles... Nee, das ist schon auf der Support League of Legends Seite. Ach so. Aber die Seite muss man auch erstmal finden. Ja. Aber die sind halt auch oft outdated, die News, die da stehen. So. Und da steht nicht, wann die Season anfängt, sondern nur, wann der Patch ist. Ja. Der nächste. That's true. Ich verstehe, dass die jetzt Winterferien hatten und dass die halt eine Pause brauchen und so, aber ja, come on, aber man. Ja vorher schon. Genau, dann hättest du das schon vor einem Monat sagen können. Naja, Riot. Das ist korrekt. Oh mein Gott, bitte, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Jax oder so, ne? Ja. Fiora? Fiora, die habe ich gebannt, wollte ich nicht sehen. Ich hätte nicht verstehen, warum es nicht so eine Patchnote-Seite gibt auf Twitter. Also, dass sie einfach League of Legends Patchnotes heißt. Das ist ja immer irgendein privater Account, der die Patchnotes vorher. Das müsste ich hier spielen, Mann. Naja, die Patchnotes gibt es ja offiziell, wenn sie released werden. Und alles andere ist halt inoffiziell. Wenn es dann einen offiziellen Account gäbe und dann werden Sachen noch geändert, dann kennst du ja die Leute. Ja, ist kein Problem. Die neue TFT-Season und die neue Valorant-Season sind ja announced, ne? Also, können wir uns halt adaptieren. Easy. Ich hab's auch gesehen bei meiner kleinen Schwester Wildrift, das sieht ja so geil aus, mit diesen ganzen Animationen, wenn du Skins kaufst. Ja, Wildrift macht vieles sehr, sehr gut. So geil. Aber ich weiß, ich finde, das Spiel an sich macht nicht so Spaß. Nee, das Spiel macht nicht Spaß. Ich bin halt einfach nicht Handyspielaffin, ich weiß nicht, wie bei euch same. Ist. Ja, ich hab so einfach da halt nicht denselben Spaß wie am PC. Wir sind da auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe für, wir sind, glaube ich, ein bisschen zu alt. Und zu viel am PC. Das ist tatsächlich wahr, ja. Tatsächlich. Wir sind auch halt, also halt mit den PC-Games aufgewachsen und so, ne? Was nice, wir haben keine langen Q-Times. Richtig geil. Bei Flex hier? Ja. Das ist nice, ja. Ja, cool, ja. Was sind eure Ziele für dieses Jahr? Haut raus. Was habt ihr euch vorgenommen? Challenger. Drei aufsteigen. Und dafür die zwei spielen. So ist mir relativ latte. Ja, Aufstieg muss auf jeden Fall wieder drin sein, aber das sollten wir hinkriegen. Ja, also, ich habe jetzt keine Lust, 2 Splits zu 4 zu spielen. Also, ich will schon direkt im ersten Split.
Mit den 4 lernst du halt einfach nicht viel über den Split über. Weil es halt die generelle Elo einfach zu niedrig ist. Es gibt mehrere Splits dieses Jahr, ne? Ja, irgendwie sie zweimal wird reset, einmal nochmal im Juni oder noch so. Nochmal reset, ne? Genau. Damit die Leute nicht so viel Elo setzen können und campen können. Was? Ich bin gespannt, ob sie dann auch ein bisschen schneller geht zu climben vielleicht, also dass sie da ein bisschen was ändern, am generellen Punkte Gain und Loss vielleicht. Ich fände das so geil, wenn sie ein Hard Reset über Diamond 1 machen würden. Also alles auf Diamond 1 runter quasi. Das praktisch, also Diamond 1, Master, Grandmaster und Challenger-Spieler alle hard resettet werden. Aber auch MMR-mäßig oder wie willst du das machen? Auch MMR-mäßig, ja. Das finde ich geil, ja. Aber dann bleibt denn der Typ in Diamond 2 der höchste Rank on the Server, oder? Wie bitte? Nein, es werden alle auf quasi Diamond 1 gesetzt. Oh, alles über Diamond 1. Zurück nach Diamond 1. Also die werden alle praktisch zurückgesetzt, damit die Challenger-Spieler wieder neu, also weil du hast halt so krasse MMRs mittlerweile. Ja, yeah. Also auch zum Beispiel mein hoher Account, das ist halt, also, I mean, das ist halt so ein unfairer Vorteil. Ist halt auch so crazy, wenn du so Master bist, so zum Beispiel mein Account, so ich bin so Master, 100 Punkte, 200 Punkte hin und her, wie viel ich gewinnen müsste, um so auf 1000 Punkte zu kommen überhaupt erstmal. Ja, das ist und crazy. Bei mir ist es so, ich kann mit meinem hohen Account kann ich irgendwie 40% Winratio haben und bin Master, ne? Mhm. Das ist halt schon Bullshit, so. Ja, von 100 Punkte nach 1000 Punkte sind das ist das ganze Platt und Diamond zusammen dann. Ja. So ein Gold nach Master ist das keine. Ey, brauchst du einen Pull eigentlich? Passt schon. Nee, du, ich helfe dir. Komm, ich komm mal rüber mit meiner Strecke her. Wie ich dir meine. So, die Zeit ist schon. So, ein Hit und wieder gehen. Nö. Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Kutscher, es tut mir so leid. Sabotage! Das war nicht so geplant, okay? Ich wollte dir nur helfen. Wir win. Hey. Passive as well? Oh nein. Wir sind auf deine Hütte gestankt. Wir win. Oh, war eine schnelle Autos, jetzt bin ich raus. Mein Red Buff in die Stadt, die Arschlöcher. Ja. Du kannst die beiden Gegner Red Buff. No. Oh Mann. Wenn ich den Auto schneller mache. Geht dir Prio auf den Solo Lane? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, also ich krieg gleich einen Tod hier. Aber die, ist dieses, selbst... dieses Tod. Ja, aber die läuft jetzt direkt zum Red Buff. Belohnung dafür, dass wir die gebumst haben, steht unser Red komplett disgusting. Geil. Also ist schon Selbstmordkommando, wenn ich jetzt hier reingehe oder nicht? Nee, ich jetzt klöte gegen die Elite ist Level 2, ne? Die Elite ist Level 2. Einfach warte, bis die anfangt und dann einfach Obst nehme. Na gut. Ich hab meine Schnecke jetzt wieder, jetzt geht's ab. Wenn ich da Heal hab anstatt Cleanse, dann killen wir alle. Actually kommt der, die kommen alle zu dir, du bist tot. Galdi moved auch schon. Jetzt musst du nur Tänzer werden. Ich kann gar nicht move, ne? Woody ist gleich da, keine Sums. Hast du gleich wieder was, Pius? Nee, ich hab nichts. Ich muss alleine, der hat keinen Flash mehr. Warte. Scheiße. War nice try. Wenn wir da Galdo gekillt bekommen, dann ist das fein. Ganz YOLO shift und so. Ja. Und dann ist Dex raus. Noch ein ganzes Level weg von Level 3. Oh mein Gott. Das geht da oben. Bin jetzt 3 hier. Block. Oh mein Gott. Cat Gaming. Wird nicht. Holy shit, die Reitschnecke, Baby. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ich muss einmal farmen. Dann geil, das ist auch gleich. Das ist noch nicht die Jungle Mentality. Ist das nicht genau die Jungle Mentality? Erstmal full clear und dann irgendwas machen? Das ist nicht bei Vigo. Hast du Jungle verstanden, ja. Bei Vigo spielen ist Level 2 Dive. Ah, die sind so low, Kutscher. Wenn ich schnell reingedrückt krieg, jetzt bin ich da. Galio kann jetzt runterlösen. Ja, hab 6. Gehen wir auch den Galio. Einen können wir base lassen, ja. Oh.
Kandidaten. Okay, ich denke. Da kann ich jetzt voll Bot sein. Noch eine Hit. Raus. Ja. Na, das funktioniert. No. Ich hab Grenz. Ich bin eh execute. Gar kein Mana mehr. Ich bin Level 1 über ihr. Ich kann blocken, ich hab Grenz. Ich kann mir verlieren das. Oh. Vorsicht, Galio. Ja. Hat noch was dann? Passt. Raus. Ich kann den im River begleiten, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier aber recallen, okay. Ja, wir können den Galio hier aufwarten. Klar, wir haben nicht genug Damage, oder? Nein, 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 slow, slow, slow. Einfach hier auf. Gerade ist das. Komm mal, komm mal. Bin durch, Solis. Ich geh raus. Ja. Kommst du auch raus? War tatsächlich nicht low. Nee, der war tatsächlich nicht so low. Der war full life. Ja? Ah, ich hab dir getrustet, Wait, ich hab 2 Kills bekommen? Ja, du hast beide bekommen. Oder? Finde ich sehr geil. Tja. Dann lass hier Drake machen. Ja. Genaucht, hat hier gewollt. Bin kurz im Base. Mhm. Ich hab bitte einen Freeze. Gut, wenn du kommen willst, dann noch keinen Fall für 30. Ja, wenn du kommen willst, ein paar Minions haben willst. Da komm ich auch vorbei, du. Lass mal fetzen hier, Krippe. Ja, ja. Boah! Ich liebe Klett, ich spiel nur noch Klett. Das Klett-ODP ist geboren. Dann bist du 6? Ja, ah, das ist ja komplett geil gerade, der Game, ey. Ja. Ich und meine fucking Schnecke, hast ey. Hast du Bock, komplett zu Yolen? 10 Minuten. Oh ja. Oh, Aldo kann runtermoven. Was ist hier? Ein Grund mehr. Oh, ey, die ist wahrscheinlich Bot, ne? Ja, gerne einen Block dann. Auch Mitte gleich. Ja. Ja, sicher hier unten. Nee, Lies war Mitte hier. Man kann jetzt runterbohren wieder hinter euch. Das Flash? Reicht, reicht. Geht hier was, Pius? Nächstes ja, QW. Schwierig. Lies ist auch noch unten. Und halt. Ist denn what? Das geht nicht mehr. Ich push einfach einmal. Was auch, Lies? Ich bin Level 6 auf der Wave. Ja, ich nehm kurz die Pflanze. Lies ist immer noch Mitte. Ich hau mit kurz. Ja. Halt, Flash. Mhm. Ich geh mal runter. Ich bin jetzt 6, ja? Ja, ja, ja. Okay, Varus, ja, Q-Flash. Varus. Elise kommt zu dir. Adi. Blocke. Ja, bin low, Mana. Oh! Ich wollte den Kill lassen. Scheiß drauf, Mann. Oh mein Gott, ich bin out, ich bin out, ich bin out, ich bin out. Ja, aber er bewegt sich auch einfach gar nicht. Nein, da war der Q-Flash, aber ohne Q dieses Mal. Ach ja, renne. So. Ich bin jetzt Level 6. Top Flash? Top hat, glaube ich, keinen Flash. Ich bin nur leider nicht frei. Wo hoch? Oh, meine Schnecke! Räche mich! Ich, man hat schon dieses Geräusch, das da kommt, dieses dö. Das kam schon, das dö. Und hier hin? Vielleicht hilft es dir? Was ist das? Was für ein Bild?
Okay. Wenn ihr mir dich wehen lasst, Solo habe ich auch einen Assist. Ja. Ach so, das meinst du? Ja. Naja, nach dem Flash weiß ich nicht. Hast du auch recht, leider. 180 auf Twitter, wie gerade. Wollen wir Drake machen, oder? Als Botlane? Ja. Ich hab Zeit, ja. Wir dive dann, ne? Aber du Zeit hast, dann dive einfach. Nur Flash Wave, ja, ich denke. Ja. Die Wave ist schon da, gut, dabei. Ja, komm, da müssen wir rein. Ihr müsst mir mal ein bisschen Updates geben, ich hab hier einen Kampf gegen die Wölfe. Ja, die Wave steht natürlich nicht auf die Map, ja? Wenn ihr mit euren fetten Icons da drüber steht, dabei wird nichts. Raus. Timing verpasst. Ja. Ja, scheiße, nur Botlane. Jetzt oder die würde das niemals erwarten jetzt, ja? Ja, die würde das niemals erwarten. Nein! Ja, no more tanking? Bitte kein Flash. Ja. Elise kommt runter, die ist, also ich... Du bist einfach ein Naturtalent, das ist ja unglaublich. Die ist ganz okay dabei jetzt, die kommt da gleich um die Ecke. Ja, Kutscher ist da, uns kann gar nichts passieren. Na klar, hab Kutscher dich. Hat keine Angst zu sterben. Das war sehr unklug. Die Vego-Support-Zeiten haben es sich doch gelohnt. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder hoch, ne? Gab mal Vego-Support-Zeit? Nee, für mich aber. Achso. Der hat aber Bock, der Bär auf dich da, ne? Ja, der Bär. Kriegst du nicht ein Schild, wenn du bei mir bist, oder krieg nur ich das Schild? Das kriegst nur du, glaube ich. Ich glaube, das kriegst nur du. Ich krieg da nicht so gut aus, ne? Oh, das war ja viel zu früh. Scheiße. Ich hab keinen Ignite mehr, keine Ulti. Ich war mal 3-1, ne? In dieses Bot, die machen wahrscheinlich Drake. Oh. Schon Roleplaying? Ah. Galdius auch Miss von Mitte. Meine 5 Gold? Kann ich den Hook dodgen mit W? Oder bin ich so out? Ich kann covern kommen, wenn ihr noch ein bisschen Schauspiel hat. Galdio ja, kann auch drin sein. Galdio ist hier. Warte, ich mach mal einen Fake-Check, ja? Oh ja, das ist Oscar verdächtig. Oh nein. Scheiße. Ich bin noch da, das spielen wir. Oh ja? Okay. Paris, ist Hit? Nee, ich hab den Tower getankt. Oh. Das ist etwas falsch gelaufen. Das ist echt sehr falsch gelaufen. Warum bin ich plötzlich so schwach? What the fuck? Du spielst Season 6 Champ. Ah. War so stark am Anfang, Gripper. War so gut gefühlt, ja. Da war der letzte Kletzkin? Na, der ist gleich schon ein bisschen her, der letzte Kletzkin, ja, ne? Sollte nicht Hardsteel gehen? Actually, ich kann jetzt Hardsteel gehen. Titanic into Hardsteel, wie smart ist das? Okay. Klingt wild. Wild in gut oder wild in schlecht? Das wird sich rausstellen. Das wird sich, werden wir dann sehen. Wie wenig EP geben denn die Raptoren, Alter? Mein Jungle genommen, was ist das? Hey, lies es illegal. Ich kann nicht fighten, bevor ich 1300 Gold hab. Na gut. Ich bräuchte wahrscheinlich Mercs hier, ne? Ey, das Game, das sieht doch mal ein bisschen spicy aus jetzt. Und ihr habt meinen Klett, das heißt, Late Game ist rough, ne? Hammer. Nice. Das ist, was ich hören möchte. Nur ein bisschen tanky, die Gegner. Der Geil kann hochmoven oder runter. Hängt der meinen patentierten Galio runter? Galio runter. Kutscher, kannst du auch moven? Ja, wir ziehen durch. Wenn er die Zeit rausholt. Long Run sind wir da. Ja. Und gleich da. Richtig zur Sache, ja. 1 HP. Dein Reset, Kutscher, dein Reset. Kutscher!
Was klaust du mir den Kill, du Arsch? Ja, was für Clown hier? Was? Oh, what the fuck? Und wir alle die Kills, oder was? Ja! Hat er Angst für mich? Hat mich gerettet. Hm. Bitte kein Flash, kein Ult. Ich bin ein bisschen low, leider. Ja, weil er ist ja auch schon. Ich hab ihn auf 70% gekriegt. Jetzt ist, der Rest ist echt low. Oh, gleich da, Julius. Ja? Und der hat jetzt dann gleich wieder das nächste Charging, ne? Das geht dann immer auf Reset. Ja, klaut mir auch den Kill, weiß ich nicht. Was habt ihr da für einen Midlaner verpflichtet? Gar nicht schlecht. Ja, die LeBlanc ja, ist ready. Mit LeBlanc, ich weiß, wir wissen alle nicht, wo das herkommt. Ja, aber warum auch? Der Champ ist doch giga useless, oder nicht? Der macht ja so viel Spaß im Spiel. Nicht? Scheiße. So gut ist er auch nicht, ne. Aber ich muss sagen, das Matchup ist schon, also wenn du Vex oder Galio Matchup hast, ist schon sehr beschissen. Das LeBlanc? Ja. Ja, ich meine, Galio geht, glaube ich, sogar noch mit Jungle halt, weil der hat Melee ist und mit den Ketten, aber... Ja, wenn du Jungle hast, sehr, geht sehr alles, hart, aber... Oh, hier im Nautilus? Ja. Ich denke, maybe Bot, Block. Ich denke, wir nein, brauchen neue Makro-Coach. So, Mitte, ich kann schon auf die anderen Lane gehen. Ja, so drin. Nämlich. Hm. Held up. Bin ich Bot. Harold macht hätte ich als Jungler gar keinen Bock drauf. Das dauert so lange und es ist langweilig. Aber ich gebe 300 Gold. Du kriegst 300 Gold. Ja, aber es ist einfach langweilig. Genau wie die alten Crux. Das macht keinen Spaß. Das ist ein ganzer Kill. Oh, Uhu, du kleiner Jungle-Man. Du kriegst einen ganzen Kill, willst nicht zu. Nö, ist doch langweilig. Geht das Ei. Oh, guck mal hier, danach hier, Alarm. Illegales Movement. Ja. Da. Hast du raus, Schimpel? Wieder Chain? Genau, da war ein bisschen deep, wa? Was? Schön. Da. Aber wusstest du, dass Herald schneller geht mit jedem Auto-Attack? So, dass wie heißt das? Das Ei offensichtlich schneller, wenn du mehr Auto-Attacks machst. Das Ei? Ja, das Ei. Auge. Ja, ich spiele da denklich, ja. Jetzt habe ich Hardstyle. Jetzt Game Over. Jetzt ist Game Over. Warum machen mir eigentlich die ganzen Champs Spaß, die anderen keinen Spaß machen? Also, die, wenn man im Gegnerteam ist. Ich glaube, das ist ja. Das ist, glaube ich, der Standard. Also. Oder? Ich meine, deswegen. Also, bei den Top 10 oder Top 15 Midlaner hast du irgendwie 10 oder 11 davon sind irgendwelche so toxischen Melee-Champions. Mhm. Und Jungle ja auch inzwischen, ne? Ja. Steh ihn ran! Was? Habt ihr da noch was? Oh, das ist ein Whistle-Pock, ja. Und ich hab 2 Hardstyle-Pocks gekriegt und dafür meine Schnecke verloren. Nice. Ich hab Ulti. Passiv. Oh. Okay, Kutscher. Oh. Ah, du hast leider einen AD-Carrier verwandelt. Ah, großer Fehler von mir. Es ist immer so lustig, wenn Jägerspieler einfach alle Seelen aufsammeln und dann Supporter oder so nehmen, wenn sie angegriffen werden und plötzlich sind sie One-Hit. Eine schöne Jugend. Das war auch so ein Syndrom, muss man mal machen. Ja, muss man. Fühlt sich halt einfach geil an, den Reset zu nehmen. Ja. Du bist baiten neu. Also aufhören, mich mit Bait-Pings voll zu schwimmen. Gut, Bait. Vielleicht ist das ja den Schlag. Ult kommt. Elise ist auch gleich da, glaube ich. Wenn er den so halten, dann kommt die erste Ult. Zucker. Jetzt Schade machen. So. Ich komme, überlebe. Ich komme auch, da. Achso, Bait? Hat ihr ultet? Bait-Ping? Okay. Ja. Ich muss sagen, Klett ist doch nicht so lustig, wie ich gedacht habe. Ich bin doch kein Klett-OP. Kommst du da noch ran, Pius? Nee. Ja, ich komme da ran. Beginnt für lang. Ja,
Hey, hab gleich wieder Combo? Was? Nice. Ja. 3 Sekunden Dash. Okay. Diego Damage, chillig. Na krass. Nö, da steht ja noch einer drin. Dann ist er aber bambuselt. Das ist ein Cheater. Wir gehen da weiter, oder? Ja. Was ist das? Oh, Töte steht hier. Das sieht ganz katastrophal aus. Ja, doch nicht. Also tanken? Ja, Varus kann ja auch noch kommen, ne? Oh shit. Ich würde jetzt gerne mal wieder farmen, ey. Gibt's nicht. Schade. Oh, ich habe jetzt Navoris. Woher kommt denn mein Magic Damage Schild jetzt? Ist das ein Bug? Das ist deine Passive. Behalte ich das jetzt aber die ganze Zeit? Was? Nee, das ist, nee, weil ist du Galio übernommen das... hast. Ach ja, so, Leute. Das, das ist das von Galio, das W-Schild ist das. Die von der W-Fertigkeit, das Schild. Lol. Du behältst das, bis du halt Magic Damage bekommst, weil du halt vorhin am Tower gestorben bist. No. Oder vom Grump. Oder vom Grump. Grump macht auch Magic, ja. Ich weiß, ich bin jetzt online. Wir machen den Ash gerade, ne? Nee. Ich kann das machen. Ja, die gehen ja für mich. Ich hab Hardstyle-Box. Ich hab Dings auch. Healing. Ich komm runter, der Pet. Vielleicht da? Ah! Ich komm auch. Ist das Playable? Wahrscheinlich nicht, oder? Obwohl. Aua. Könnte noch was gehen, oder? Ah, das ist schwierig. Ich hab nicht mehr viel. Revanche für meine Bait-Top, ja. Ich weiß nicht, dass da noch was geht. Oh oh! Die Lisa hat mich ein bisschen hochgeladen. Oh 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 oh. Ich habe in diesem Jahr noch kein Spiel verloren, also das wird sich jetzt hier auch nicht ändern, ne? Generell auf Jungle. Können wir gleich hier? Ja. In die Mitte move? Nee, generell noch nicht. Oh. Oh Gott. Oh, der Lisa nicht. Oh. Der Rego-Damage. Rego-Damage ist auch ultra. Oh, die haben eine Counter. Boah, ich werde aber auch einfach gepoppt, du. Wir müssen in den Nash defenden. Hab ich, mach ich. Ich glaube nicht, dass die Nash machen, oder? Wenn die jetzt aufstehen, können wir Nash. Wir Nash, Nash, Nash. Aber ich hab Törö. Na gut. Kommt ihr zu mir und dann gehen wir rein? Ja? Nee, das ist doch Grief. Wir machen sie nicht. 11k. Die ja, aber geil. Die kann doch machen, die machen. Ja, die werden aber alle verrecken. Creeper ist auch raus. Oh, das ist ein guter Winkel. Smart. Block. Passive für Galio. Du bist schon to back hier, ne? Wollt ihr direkt den Nash anfangen? Ja, Nash, ja. Komm, richtig tryen. Warte, bin ich da? Ja, ne? Ja, ich denke. Ich geh Botland, ey. Aber ich mach schon richtig viel Damage an dem Teil hier. Wir müssen die Elise turnen, ja? Der Crit, also die Bild macht so viel Spaß. Ich glaube nicht, dass er wirklich halt gut ist, ehrlich gesagt. Wie bitte? Er macht schon, ich glaube nicht, dass er wirklich gut ist, aber er macht echt Spaß. Ja, sobald du drei Items, das Problem ist halt, dass du zu lange brauchst, finde ich, ne? Ja. Wenn du diese drei Items hast, ist das so geil, geil. Ja. So, würde ich der Grump jetzt hier einmal spawnen, danke. Und komm hier hin. Oh. Weiß ich, die Elise kann auch unten kommen, ne? Mhm. Oder hier campe. Ich hab angetäuscht, sie war nicht da. Lass mal hier im Mitte ein bisschen extra machen. Also ich hab jetzt schon 4.500 Leben. 4.500? Mhm. Alter. Naja, das ich weiß nicht, wie sich das so stackt mit dem. Mit dem Mount. Hier? Oh, hier, ja, ja. Alarm, illegales Movement. Ich hab meinen Rapper genommen. Ich bin so squishy, Alter. Auch gleich da. Probe. Hast du Shift? Wir haben allen geflasht, ne? Na! So, was? Wer ist denn noch gekillt? Einfach. Die one-shotte mich einfach die ganze Zeit. Ich denke, da wäre mir erstmal zu doof hier. So. Ich schaffe nicht, ne? Aber wann werde ich jetzt, also. Wann wird Klett stark?
Oder ich glaube, der Zeitpunkt ist schon vorbei. Der ist schon vorbei. Den cool. Zeitpunkt hast du verpasst. Ja, ich komm langsam. Wenn ihr durchhaltet, Pippo, wenn du ja, ja. Solo irgendwie gepielt bekommst. Willi Stacks? Keine Chance. Ich würde einfach gewonnen-shottet. Vom 2-Item Wolibär. Ja, der macht gut Damage. Der hat auch einiges an Towergold und Killgold. Kann ich den rauskillen? Der hat mich aus dem Leben geballert. Er noch hält, ich hab noch TP ab. Oh, der Wunder geht für lang. Ist er Mitte? Lauf! Ja, geht da noch was? Ja, ich glaube, da geht noch was. Oh, Dodge. Wieder top. Wo ist die Elise? Die kommt hier. Ah, das war noch ein Nordlos im Busch. Ja. Die One-Shotten mich so hart. Ja, ich glaube, das Gefühl, der Durability-Patch existiert auch nicht mehr jetzt. Junge, was ist das für ein Damage? Ja, den Woli töten. Ja. Bist du jetzt 10? Elise noch Flash. Ich hab noch Ulti mit was William Virtue. Ja, Elise noch Flash, Elise noch Flash. Ich hab kein Ja, ich komm langsam hinterher. Wir können Mitte einfach Diven besuchen. Mich hier direkt rein, dann, ja. Können wir? Passt mit Elise von den Seiten auf, aber. Ja. Der ist das geil. Hit Truid. Und mal Truid. Okay, toll. Ablenkung von Növer da. Kite back, kite back. Ich glaub, das war's, ne? Ich bin raus, oder? Ja. Kann ich noch weiter poken? Kannst poken und Turn spielen. Was mit dem Drake? Oh, der wäre auch sexy. Hex-Drake. Ja, das Drake auch, oder? Ja, ich geh gleich raus. Elise kann hier an der Seite sein schon auch. Ja. Hier ist Elise. Chitter. Aufgesattelt. Abgesattelt. So ein Geist-Ding? Dann komm ich nicht hier ran, ey. Boah, ich hab schon 600 Hardsteel-Stacks, Alter. Das ist echt Level. 600, holy shit. Damit ordentlich abgecashed, ja. Und 40 AD von meiner Titanic Hydra. Ich hab kein Smite. Okay, good job, Team. Ey, Blumhoff, der lacht mich an. Ja, meinst mich du? Ah. Ja. Gönnen wir dir. Tun wir das? Ja, weißt du, meine Ult ist gleich ready. Ja, weiß ich ja nicht. Ja. Oh, ist hier? Oh, Allah, dies kann auch schon hier sein, ja. Diesmal, ich hab Ult. Ich komme. Die ist kein Kokon? Ein awkward für mich hier. Ja, ja. Bitte ich glaub, aber eigentlich sollten wir Solo erst ein bisschen arbeiten lassen, oder? Oder wollt ihr direkt reingehen? Ja, also die können eigentlich nur gewinnen, wenn sie mich anflashen und one-shotten irgendwie. Ja, die Elise muss ich halt holen, ne? Ja. Pretty much. Aber wenn du tot bist, haben wir halt verloren sofort, weil wir sind halt komplett nutzlos. Vorsicht, wir schauen auf Side Support, ja? Ist nicht in Survival. Laufen wir ja zum Red Buff. Lass uns Stop Turret gehen, oder? Ja. Mit der Vanilla anspielen. Oder? Will jemand ein Red? Solo? Ja, ja. Okay, ich hatte Angst, dass sie hier trippen. Sind die Nash? Ja, die gehen gleich top für mich. Wo ist Spot? Kein Spot. Wollen wir Nash hier starten dann? Ja, mit dem Nash. Ich mach Sabo viel Damage am Nash. Wie viel Confidence hat Kutscher an seinem Smite? Ich hab keins ab, deswegen gar keins. Perfekt. Ja gut. Ja, aber warum starten wir dann? Was? Und, warum Töne. Weil wir jetzt zweit haben.
Die wissen nichts. Ja, die dachte sich, gut, Kutscher hat Smite, da brauchst du gar nicht versuchen, es dir. Ja, so ist es. Na, ich habe auch ein bisschen Respekt gehabt, ne? Aber sollten wir eigentlich hier mit, was ist das? Bisschen... Ja. Oh, die Show noch. Hier, der Geige. Na, noch nicht ganz auf der Höhe. Ah, wie. Ich hab Schiss. Ich geh da mal, Bell. Ich auch, aber wahrscheinlich in einem Bodybag, so wie das aussieht. Hast du Bock, Soda? Ich hab Bock. Ich treff leider nichts gerade. Wollt ihr das noch spielen? Na, Olivia macht da ein bisschen Ärger. Nee, der macht keinen Ärger. Ich hab auch so Rivers im Base jetzt. Ist alles raus. Irgendwie, ich bin nicht so tinky, wie ich antizipiert hätte. Was für Bot dann spielen, oder? Warum gehen die so viel MR? Oh, Gold, wo ist das Gold? Oh, ich hab gleich Rabadons. Topwave ist huge. Die gehen Mitte durch, ne? Einmal muss Mitte hauen. Wollen wir Mitte reinrollen? Seitlich so? Ja, ich kann TPen hinter die. Achso, wir haben noch ein Nash, wollen wir nicht einfach hier verspielen? Ja, wir sind so nah an unserer Base, ne? Ah, jetzt ist es eh zu spät. Ja. Aber jetzt können die hier dann stehen. Wir haben. Warte auf Info. Na, ich bin sofort bei euch, ich roll rein. Jederzeit. Ich hab auch sehr, sehr weite Rollrange, ja. Aber wir müssen das hier nehmen dann, erst, komm. Ich krieg einen 800 gar nicht da, ne? Ja, ja, tschau, 800. Ja. Boah. Was ist das? Kein Move, ne? Hey, der hat gar kein Ulti, kein Flash. Auf mich? Ja, Richard, kein Kuckuck, kein Kuckuck. Kein Flash. Können wir aufräumen vielleicht? Oh mein Gott. Fettes Tier, Baby! Ich hab. Ich bin. Ah, Junge, ich lebe. Oh! Nichts geknallt. Nexus steht offen, ne? Schnapp ihn dir, Kutscher! Tu, was ich nicht tun konnte! Wie hab ich? Arschloch. Wenn du nicht genau in dem Moment gesniped hättest, wäre ich tot gewesen am Death Dance Debug. Null. Ja, hab ich doch gezeigt für dich. Gott. Puh, weiter 100% Winrate im neuen Jahr. So bleibt's. Aber der Damage Graph sieht ganz nett aus. Ah, weiß ich nicht. Ah, doch, ich finde den klasse. Ist immer Ansichtssache. Ja, ich glaube, der ist klasse. Ich glaube auch, dass der ganz gut ist. CG Wellblader. Hoggy. Boggy. Ah ja, Gripper. Oh mein Gott, ein Klettwin. Amazing. Und ich muss sagen, LeBlanc, also echt sehr, sehr nice, Mr. Bladeshaw. Dankeschön. Positiv überrascht. Das ist ja schon improved, also das kann sich bei V9 picken, das ist geil. 28. Ja, Dialog ist das doch eh schon. Ah, ich weiß.